Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück bei Quossert. Heute bin ich mal alleine, na? Heute müsst ihr euch mal mit mir alleine begnügen quasi. So, was machen wir denn heute Schönes? Zum einen möchte ich gerne mal eine kleine Info loslassen und zwar zum Clan aktuell. Wir haben aktuell, hier, na? Wir haben aktuell 4 Plätze frei. Die können auf jeden Fall noch gefüllt werden, aber ich werde aktuell keine Leute so annehmen, ja? Weil ich kenne diese Leute halt nicht, ja, die könnten jetzt so random einfach nur einen Clan suchen, wie sie gerade Bock haben. Ich möchte gerne, wenn wir Leute aufnehmen, möchte ich gerne Leute entweder aus dem Stream oder hier von YouTube, also in den Kommentaren quasi haben. Ja, das heißt, ihr haut einfach eine Anfrage raus und schreibt aber bitte dann quasi unter diesem Video oder unter allgemein irgendeinem Video, hier, ich bin der und der, habe auch eine Anfrage geschickt, würde gerne bei euch rein. So hat das jetzt zum Beispiel Eden Spark gemacht und der kommt auch super bei uns an. Ja, hat sich gut in der Gruppe integriert, sage ich mal, wenn man das so nennen darf. Und so würde ich das gerne weitermachen, so dass wir quasi wirklich eine geschlossene Community sind, ja? Weil ich hatte ein bisschen aussortiert, darum haben wir jetzt auch aktuell 4 Plätze frei. Es waren ein paar Leute, die die 20 Tage quasi erreicht haben, also 20 Tage offline gewesen sind und beziehungsweise sich kein Stück gemeldet haben. Ja, das zum einen und zum anderen möchte ich gerne heute wieder ein bisschen was mit euch bauen. Ja, und zwar eventuell sogar wieder für, ich bin dann überlegen, eine CW-Karre, also Clankriege, oder ein Fahrzeug, was man allgemein mal in Gefechten nehmen kann. Ich kann ja mal ganz kurz zeigen, was wir denn da haben, was ich mir vorgestellt habe. Wir hätten einmal ihn hier, da weiß ich noch nicht, ob ich ihn überhaupt behalte. Wir haben den Captain. Der Captain ist eigentlich... Bin ich sehr zufrieden mit dem Captain. Der ist für CWs und für normale Gefechte ganz gut geeignet. Der Zander ist für beides ganz gut geeignet. Da kommen irgendwann nochmal die Thunderbolts drauf. Also irgendwann werden die Sledgehammer quasi ausgetauscht gegen Thunderbolt. Wenn ich es dann irgendwann mal bauen kann. Nom Nom, die Blaupause habe ich mal geschenkt bekommen. Von Herrn Hinweg von Zudorsch. Und da fehlen mir auch noch ein paar Teile. Ich habe mir aber die Blaupause aufgehoben, weil ich ihn an sich ganz cool fand. Irgendwann werde ich die Teile bestimmt mal haben. So, wir haben einen Goblin-Panzer, der extrem gut abgeht. Also mit dem bin ich wirklich sehr, sehr glücklich. Ich habe hier mein Weight-Fahrzeug. Den Platz habe ich mir gerade freigemacht für die Baufolge heute. Den Mini-Pulsar. Damit bin ich sehr, sehr glücklich. Hier haben wir auch die Harpy verbaut. Also das heißt, Explosionsschaden ist nochmal ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Munition. Und wir haben hier ein Piercer-Fahrzeug, mit dem ich auch sehr, sehr zufrieden bin. Ja, so, galeriemäßig sieht es aktuell so aus. Wir haben hier die Wedger-Spinne für CW. Die Arbiter ist allgemein für alles, auch für CW ist hier relativ gut. Hier ist nochmal Buggy der Clown. Den Pulsar, den würde ich eventuell gerne mal verändern. Weil hier habe ich nämlich das Problem, ja, man erkennt es vielleicht schon, es ist sehr, sehr viel Gewicht hinten auf die hintere Achse. Ja, und wenn die weg ist, habe ich absolut keine Chance mehr mit der Karre. Das heißt, hier entweder müsste ich die App abändern oder ich werde die komplett löschen. Reaper-Spinne für CW, der Panzer ist für normale Gefechte, Mini-Reaper ist für normale Gefechte, Mini-Gun, also ihr seht schon, ja, Mini-Gun ist so mein aktueller Favorit, obwohl ich gerade so in den Umschwung bin auf Schrotflinte. Ja, da könnt ihr ja gerne mal schreiben, was ihr gerne spielt. Was ihr für eine Lieblingswaffe habt. Und das, die 4 Spinnen hier, sind alles quasi für CWs. Und Diablo de Cobra, ich glaube, den werde ich auch nochmal aussortieren. Das ist ein Drohnenfahrzeug, aber in einer sehr hohen PS-Klasse. Da würde ich gerne was Kleineres haben. Irgendwann nochmal. Also den werde ich bestimmt aussortieren. So. Und heute, ich würde gerne waffentechnisch, ich bin an Überlegen. Ich hatte mal irgendwann mal, wollte ich mal sein Lenkraketenfahrzeug haben. Ich besitze aber nur 2, ja. Das heißt, macht nicht so viel Sinn. Ich würde gerne eigentlich noch was für eine Phoenix haben. Obwohl die Phoenix jetzt so allgemein... Naja, ich sag mal so. Für normale Gefechte wäre die Phoenix ganz, ganz cool, aber ich glaube für... CWs, ich glaube, da ist die Phoenix, also man sieht sie eigentlich, ich habe sie noch nie gesehen in CWs. Ich sehe immer nur Nahkämpfer. Nahkämpfer, volle Kanne, Nahkampf. Nahkampf ist aber nicht so, also ist schon meins, aber ich habe schon so viele Nahkampfautos und hier bin ich gerade dabei, mir irgendwann die Nitok zu bauen. Das heißt, erstmal hier die Junkbo habe ich jetzt gebaut,
Danach kommt die Fafnir und dann irgendwann wird dann mal die Nidhogg kommen. Ja, ich glaube, ich würde gerne. Ich weiß, ich habe da jetzt schon ein paar Autos von mit der Pulsar. Die Pulsar ist eigentlich sehr, sehr böse. Und ich glaube, ich würde gerne irgendwas auf Pulsar bauen. Ja, und damit würde ich jetzt einfach mal anfangen. Ich fange erstmal an, pass mal auf. Ich stelle, so mache ich das eigentlich immer, wenn ich irgendwas baue. Ja, ich baue hier so ein Ding hin. So, dann überlege ich mir, welche Kabine ich nehmen möchte. Ich hätte einmal die, wo ist er denn? Die Harpy. Könnte man machen, hat aber nicht so viel Gewicht. Also ich würde schon gerne unter 10.000 bleiben. Ja, aber die Harpy hat mir zu wenig Maximalgewicht. Könnte ich, klar, könnte ich mit dem Motor pushen, aber ich weiß nicht. Die Echo wäre vom Gewicht her mega gut. Ich hatte aber eventuell überlegt mit der Quantum. Die hat ein bisschen mehr Gewicht wie die Harpy. Und hat halt immer noch den Bonus, ja, wenn das Auto 10 Sekunden lang keinen Schaden kriegt, erhöht sich der Energiewaffenschaden um 20%. Also da wäre noch eine Option drinne. Also entweder die Echo oder die Quantum. Aber ich glaube, Echo hätte ich schon was, müsste ich nochmal umbauen. Harpy hätte ich auch schon, also für ein kleines Fahrzeug, ja. Ich glaube, ich würde diesmal auf die Quantum gehen. Ich glaube, diesmal wird es die Quantum. Ja, die werden wir dann gleich nochmal, denke ich mal, pushen mit einem vernünftigen Motor. Warte mal, gibt es einen Motor, der Energiewaffenschaden oder die Nachladegeschwindigkeit verringert? Das sind ja Turmdrohnen. Hot Red hatte Nachladegeschwindigkeit von Waffen, Raketen, Modulen, Turmdrohnen, Drohnen. Warte, welchen hatte ich noch? Kolossus, ja? Nachladegeschwindigkeit von Waffen und Raketen. Müsste ja eigentlich das hier genau passen. Ja? Ich packe das erstmal hier so ganz unten sortiert hin. Ich möchte erstmal gerne quasi alles das haben, was ich gerne verbaut haben möchte. Ich würde gerne. Pass auf, wir packen den erstmal hin. Weiß ich noch nicht, ob ich den nehme. Wir packen den erstmal hin. Ja? So, waffentechnisch. Zweimal die Pulsar. Dann haben wir noch über 3 Energie. Man möchte immer gleich so teuer bauen, ja? Aber ich würde schon gerne das große Chamäleon haben. Ich möchte gerne ein Funkgerät haben für später. Ich würde. Warte, wie viel Energie haben wir noch? 2. Motor haben wir schon. Ich würde eigentlich echt gerne den Doppler nehmen. Den Doppler. 1 Energie hätten wir noch. Das brauche ich nicht. Ich brauche Munitionspakete. So. Ich glaube, wir brauchen den einen. Wir könnten jetzt noch einen Oculus reinbauen oder Neutrino. Aber ich weiß nicht, ist das notwendig, einen Neutrino zu besitzen? Oh, guck mal, wir sind ja jetzt schon fast. Ah ne, da ist ja nur Tragfähigkeit. Okay, wollte gerade sagen. Wir lassen einfach mal die Neutrino. Und gucken wir mal, was wir jetzt bauen. Das heißt, wir müssen ein bisschen mit Gewicht sparen. Ich würde erstmal auf Leichtbau setzen. Und wenn immer noch Gewicht über sein sollte, können wir immer noch was nehmen, ja? So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wollen wir es am besten bauen? Kabine. Weiter vorne oder weiter hinten? Ich überlege gerade, wie das Grundgerüst aussehen könnte. Später. Reifentechnisch werden wir wahrscheinlich die Bigfoot-Reifen nehmen. Die Ketten sind mir zu langsam. Ja, Hover komme ich nicht mit klar, ehrlich gesagt. Die mechanischen Beine machen relativ wenig Sinn, gerade wenn ich das Fahrzeug auch mal so nicht nutzen möchte. Dann krabbelt der ja nur 35 km/h, das wäre mir zu langsam. Das heißt, wir bleiben bei Bigfoot-Reifen. Okay. So, müssen wir irgendwas hier drinnen verstecken im Fahrgestell. Wir könnten die Munitionspakete so ein bisschen versenken. Den Apollo könnten wir versenken, dann wird die Karre aber sehr breit, ja. Dann wird die Karre sehr, sehr breit. Oder wir machen das. Warte mal, ich habe da eine Idee. Bigfoot-Reifen sind relativ hoch, das heißt, hier dürfte nichts schleifen. So, was ist denn, wenn ich mir jetzt die Kabine schnappe? Die, keine Ahnung, provisorisch einmal so hinpacke. Nehmen wir mal ein Fahrgestell, was ich nicht besitze, okay. Dann müssen wir umspekulieren auf das hier eventuell.
Würdest du da anditschen oder ist die Kabine nicht mehr so weit? Doch. Das heißt, wir könnten das so machen. Sparen wir hier einfach das Zwischenstück. Ja, wäre kein Problem. Das habe ich schon so oft gesehen in letzter Zeit. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir hier noch weiter, also noch breiter bauen oder... Ich könnte das natürlich alles noch ein bisschen... Ah nee, kann ich ja nicht mehr verbinden. Okay. Doch hier vorne, ja? So könnte man das machen. Hält man so wie so einen kleinen Keil. So, dann wäre Apollo auf jeden Fall schon mal safe. Ja, Apollo wäre safe. Und eventuell könnte man hier die Munitionspakete noch irgendwie ein bisschen miteinander verstecken. So ein kleines bisschen. Die müssen ja nicht voll versenkt sein. Reicht, glaube ich, auch schon auf halber Höhe. Ich überlege gerade nur, wie am besten. Das würde aktuell nicht gehen. Wir könnten die aber... Warte. So sind sie komplett versenkt. Warte mal, ich will sie einen höher. Oder ein tiefer? Ein höher? Wir könnten sie so hinpacken. Wir könnten sie so hinpacken. Ist das symmetrisch? Ja. So, jetzt bräuchte man natürlich nochmal hier diese kleinen. So. Könnte man es machen. Die Karre wird jetzt schon wieder ziemlich groß, ja. Dann müssen wir mal gucken. Vielleicht werden wir hinten oder vorne irgendwas kürzen. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Chamäleon. Na gut, ich meine, wenn das Teil hier kaputt geht, dann ist sowieso wahrscheinlich schon der ganze Kampf verloren, ja. Ich glaube, das würde keine große Rolle spielen. Den Doppler würde ich gerne, wenn es geht, irgendwo hier verstecken. Und da nicht so. Vielleicht so, dass wir den so ein bisschen verstecken. Das Funkgerät packen wir mal. Das können wir ja ruhig hier runterpacken. Ja? So, ja, das packen wir einfach hier drunter. Oder warte, wir machen es noch optisch ein bisschen schöner. So. Neutrino, da war ich mir noch nicht ganz sicher. Den Kolossus. Vorne vor, als Schutz. Ach, Auge juckt gerade, tut mir leid. Das Auge juckt gerade. Und ich sehe gerade, Herr Socke ist gerade online gekommen. Das heißt, nächste Folge geht es dann wieder mit Herrn Socke weiter. Na? Da bin ich gerade an überlegen. Könnten wir eigentlich so machen? Dann müssen wir den Kolossus natürlich nur ein bisschen schützen. Oder wir packen ihn seitlich drauf. Könnten wir auch machen. Dann hätten wir hier vorne noch ein bisschen Puffer. Könnten wir machen. Könnten wir machen. So, warte mal. Das Ding kann weg. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Reifen. Erfahrung hat gegeben, dass Reifen ganz gerne mal abgeschossen werden. Mega gerne sogar abgeschossen werden. Das Problem wird nachher sein, wieder die Gewichtsverlagerung, ja? Und ich würde sogar ganz gerne... Ich glaube, ich ändere das hier sogar nochmal. Warte mal, ich überlege gerade. Was ist denn, wenn ich das hier nehmen würde? Wäre ziemlich schwer und hätte aber auch aktuell keine richtige Verbindung, ne? Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Warte mal, nochmal nur rückgängig. Weil wenn ich jetzt hier... Das Problem ist halt, wenn ich jetzt hier, sage ich mal, den Reifen hinplatziere, die Karre wird wieder übelst breit. Wo habe ich die anderen Reifen da hingepackt? Da, ja? Nee. Doch. Ich gerade seit Knick in Optik. So, hier hätten wir den. Ich bin auch an überlegen. Ich würde gerne die Tragfähigkeit noch ein bisschen hochpushen. Wir müssen aber jetzt echt langsam aufpassen mit unserem Gewicht, ja. Wir könnten jetzt noch verstärkte Doppelreifen machen oder die großen Reifen. Haltbarkeit 220, Haltbarkeit 198. PS nehmen sie sich nicht viel, aber Tragfähigkeit, ja. Oder nehmen wir die Lenkbahn? Wir könnten auch die Lenkbahn hier noch in die Mitte reinpacken. Das wäre sowas, ich sag mal, ich glaube, die sind nicht so entscheidend beim Fahren, aber die sind entscheidend beim Schutz. Warte mal, dann setze ich da einen nach vorne. So, wir können mal eine ganz kurze Testfahrt machen.
Also so würde er aktuell fahren. Ist ja natürlich noch nicht entscheidend jetzt, ja. Okay, dann müssen wir jetzt nur gucken, wie panzern wir das ganze Ding. Ich muss auf dem Gewicht aufpassen. Das heißt, ich werde mal sortieren nach Gewicht. Wir könnten natürlich einen großen Flug nehmen. Und ich würde auch relativ gerne sogar aufgabeln. Wir könnten das natürlich so hinpacken. Ist aber relativ hoch, ja. Wir könnten ihn natürlich auch hier vorne hinpacken. Geht auch einen tiefer? Würde gehen. Würde gehen. Warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wo sind denn die Dinger? Da sind die Dinger. Da sind die Dinger. Sind die eigentlich schwer? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe eine Idee. Pass mal auf. Ich habe das bei einem anderen Fahrzeug von mir gesehen. Und ich fand die Idee eigentlich total cool. Ich bräuchte ein Teil, was... oben und unten einen Angriffspunkt, also einen Ankerpunkt hat. Die Teile hätten das, glaube ich, sogar. Ah, dann kann ich hier vorne nichts mehr hinpacken. Nee. Warte mal, ich finde da bestimmt irgendwas. Das hier ist, glaube ich, zu groß. Ich bräuchte in einer Teil, was... oder ich könnte das so machen. Oh. So. Ich habe da gerade eine Idee. Ich habe da gerade eine Idee. Warte mal. Wo sind denn jetzt die Teile hin? Da. Ich glaube, ich konzentriere mich schon wieder zu sehr auf vorne. Ich sollte aufhören, nach vorne andauernd alles zu bauen. Und zwar hinten noch ein bisschen mehr Fokus geben. Machen wir aber gleich, ja. Ich glaube, die Teile sind auch jetzt nicht so mega schwer. Hoffe ich jedenfalls. So, und dann gibt es da noch diese Einer-Keile. Die würde ich gerne noch irgendwo finden. Warte mal, wo haben wir denn die? Wo haben wir denn? Da sind so Flügelmesser. Meister, so könnte man ein bisschen aufgabeln. Wir hätten aber hier noch eine olle Kante. Ich will da aber keine olle Kante haben. Warte mal. Da gab es doch. Wir könnten natürlich das hier versuchen zu verbauen. Warte mal, ich mach mal ganz kurze Testfahrt. Obwohl der weit nicht hoch ist. Sag mal, hat der irgendwie... ja, also das fand ich ja ganz gut, dass wir diesen Rammschaden auch mal mit ausnutzen, weißt du? Weil der ist gar nicht so wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Rammschaden ist gar nicht mal so verkehrt. Die sind aber relativ hoch, ja? Das heißt, Aufgabeln... ja, doch, bei dem hat's geklappt. Aufgabeln wird doch relativ schwierig. Aber der Rammschaden ist halt da. Der gefällt mir. Aber das hier vorne gefällt mir noch nicht. Da finden wir... warte mal, das Teil ist aber ganz schön schwer. Ist der hier leichter? Nicht wirklich. Weißt du, hätte man das so machen können. Aber ist auch doof. Das heißt, der Flug ist jetzt theoretisch ein zu hoch. Der müsste ein tiefer sein. Was ist denn, wenn ich das Ding rausnehme? Bau mal ganz kurz den Flug ab. Motor muss auch mal ganz kurz weg. So, Kolossus wieder drauf. Flug, du bist da. Hier stören die Dinger, wa? Warte mal, ich baue die nochmal ab. Ich wollte halt auch, dass der Motor noch geschützt ist. Der Flug müsste ein tiefer. Eigentlich müsste er noch ein tiefer, ja? Oder warum snappen die hier nicht? Ach so! Ach, alles klar. So, jetzt würden quasi alles snappen.
Das würde hinhauen, aber jetzt ist der Kolossus halt übelst frei. Lasst mich mal überlegen. Warte mal, wir sehen uns, pass auf, wir sehen uns gleich wieder. Ich überlege noch ein bisschen, wie ich es am besten, am schlösten mache. Und ich würde euch das natürlich jetzt nicht verheimlichen, was ich hier baue. Ich würde einfach einen ganz kleinen Zeitraffer euch einbauen, ja? Also quasi bis gleich. So, wir kommen so langsam zum finalen Ende. Farbe und Deko, das werde ich dann noch im Offscreen machen. So, so langsam aber sicher kommen wir doch. Alter, die Folge ist schon übelst lang, ja. Ich suche noch irgendwas hier vorne, was die Pulsar quasi von vorne noch ein bisschen schützt. Irgendwas Schönes, was aber auch nicht mehr zu viel Gewicht haben darf. Das passt natürlich nicht rein. Ja. Ich suche noch irgendetwas, was nicht zu viel Gewicht hat, aber da vorne noch ein bisschen schützt. Das müsste ein höher sein. Ein Feld höher müsste das sein, wenn es geht. Wie schwer sind die überhaupt? 157 ist schon wieder fast zu viel. Passt der hier rein? So würde er reinpassen. So, wie sieht es gewichttechnisch aus? 90 Kilo hätten wir noch. 90 Kilo. Warte mal, noch irgendwas Kleines. Am besten irgendwas, was... Das hier... Warte mal, davon haben wir nur noch einen, ja? Ich überlege... Nee, der ist so klein. Groß ist denn hier so ein Trittbrett? Aha. Hätte sich hier vorne ganz relativ gut gemacht, ja.
Irgendwas relativ Kleines, was aber trotzdem noch ein bisschen was abfängt. So. Weißt du, muss eigentlich nicht viel sein. Muss eigentlich nicht viel sein. Vielleicht so, ich weiß es noch nicht. Also ich werde die Karre wahrscheinlich in der nächsten Folge testen. Und dann werde ich mal gucken, was man noch verbessern kann, ja? Oh, ich sehe gerade so Deko-Teile. Ist nicht mehr viel mit Deko-Teile. Ich habe ja noch ein Bauteil, was ich noch verbauen darf. Na gut, dann müssen wir mal gucken, was eventuell, was wir austauschen können. Vielleicht hier diesen Kranz hier noch wegnehmen oder sowas. Müssen wir mal gucken. Ja, müssen wir mal gucken in der nächsten Folge. Ein Teil habe ich noch. Dann werde ich jetzt noch ein Deko-Teil raufpacken. Könnte man machen, klar. Muss man aber nicht. Aber doch, machen wir erstmal. Machen wir einmal so, ja? So, Farbe und sowas und Sticker und den ganzen Tüdüff mache ich erst, wenn ich komplett zufrieden bin mit der Karre. Ja? So, jetzt haben wir einen 11.000er. Gebaut. Ich hoffe, er fährt er überhaupt noch. Er hat wieder sehr, sehr viel Gewicht hinten, ja. Ich bin gespannt, ob der überhaupt was taugt. Judy, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Dann werden wir die Kiste testen. Also bis morgen. Übermorgen. Entschuldigung. Haut rein. Danke fürs Einschalten. Tschüss. They say the future is not defined. My future is like a night highway, heading towards nowhere. I don't remember my past. I must find out who stole it from me, and why. And then I'll take my destiny in hand again.